Seit 110 Jahren würdigen wir den Internationalen Frauentag. Der 8. März verbindet alle Frauen in aller Welt für die Forderung nach mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit. In der Corona-Pandemie wurde deutlich sichtbar, welche wichtige Bedeutung Frauen im gesellschaftlichen Leben haben, aber auch welcher großen Belastung sie ausgesetzt sind. In Berufen wie in der Kita, in der Schule, in der Pflege oder im Einzelhandel arbeiten vor allen Dingen Frauen. Homeschooling und Kinderbetreuung leisten vor allen Dingen Frauen. Ihr habt wirklich viel geleistet. Ein großes Danke dafür. Von Politik und Gesellschaft gab es dafür sehr viel Anerkennung. Aber ein Dankeschön alleine reicht nicht. Wir müssen gemeinsam weiterkämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, dass weniger häusliche Gewalt ist in den Familien, dass die Frauen genauso bezahlt werden für die gleiche Arbeit wie die Männer, dass wir mehr Frauen in die Parlamente bekommen, damit sie sich einsetzen für unsere Rechte. Fordert euch diese Rechte ein. Macht euch gegenseitig Mut. Frauen sind so wichtig für diese Gesellschaft und gemeinsam können wir diese verändern.